Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge sind wir, weiß ich nicht, ist das jetzt noch von Bedeutung, ich bin im Pip-Boy-Menü reingegangen, weil draußen hat es irgendwie geblitzt. Ungefähr hier. Was habe ich mir, glaube ich, nur eingebildet. Okay. Wir waren hier im Robotik Pioneers Pierre, was weiß ich, Dinger. Und wir können hier vielleicht oder vielleicht noch nicht die Roboter aktivieren. Die vielleicht oder vielleicht auch nicht auf mich losgehen werden. Nein, okay, so ja. Protektroner Streife. Das Programm Protektroner Streife während folgenden Zeiten statt. Für Feiertage oder besondere gelten wir versetzt. Wenn die Technik. Aktivierung Protektron zu Diensten. Was geht? Lauft mal hier rum und macht Zeugs. Wir werden erstmal hier alles kaputt hauen sollen, falls hier noch was ist. Hier könnte man eine geile Siedlung bauen. Sobald ich jetzt irgendwie eine Waffe oder so ziehe, gehen die auf mich los. Ich sehe das doch. Was ist das? Leuchtende Todeskralle, was tötet? Feindliches Ziel hinter Ihre Suche nach feindlichem Ziel. Ja, löscht die Todeskralle. Was ist das? Kämpft, mein Roboter, kämpft! Haben die echt fertig gemacht. Gute Arbeit. Stehen hier. Sieht irgendwie cool aus. Ich schütze und diene. Weitergehen. Ich schütze und diene. Der Gegenstand in Ihrer Hand stellt offenbar ein Feuerrisiko dar. Bitte entsorgen Sie ihn. Das sah irgendwie cool aus, wie die alle so standen auf einmal. Okay. Eine Todeskralle einfach mal gewesen, warum nicht? Eine leuchtende. Warum nicht? Was hat hier? Ich mich dazu setzen. Nicht mit der Rüstung hier reinlaufen, sonst rastet sie. Nicht so schnell, Jack, mal sonst kotzt er schon wieder. Was? Tötet! Okay, wir abhauen. Aber ich kann ja keine Erfahrungspunkte sammeln. Die ganze Zeit meine Erfahrungspunkte klauen. Entweder Dance oder die Roboter. Nichts zu tun, noch abzuschließen ist oder so. Hi, was ist los? Ich hab nichts gemacht. Was jetzt? Nö. Keine Ahnung, was ihr von mir wollt. Nein, da noch. Das ist der Schrottplatz, ne? Ja. Irgendwas noch hier in der Nähe. Da ist noch was. Ein Damm, so ein Fluss oder irgendwie sowas. In Zeichen nachzuurteilen.
Eine Polizeirevier und eine Mine oder was auch immer ist, eine Kirche, nee, eine Funkstation. Was du alle findest, ne? Und da laufen Leute. Versorger, okay. Die sind von mir. Also muss es hier noch irgendwo eine Siedlung geben oder so. Hey, war ich hier nicht schon mal? Über die Brücke. Bin ich nicht schon mal über die Brücke gegangen? Ist hier nicht mal alles explodiert oder war es wieder woanders? Ja, war woanders. Gehen wir zu dem Funkturm. Habe ich denn schon... Ach, wir sind wieder hier. Okay. Oh, da waren wir letztens erst. Aber da waren wir noch nicht. Oh, hallo. Wollt ihr, na? Oh Gott. Oh, ich heile mich jetzt irgendwie viel zu schnell, das weiß ich nicht, was ich das mal soll. Au. Ich habe irgendwie wirklich das Gefühl, ich bekomme mehr Schaden. Jetzt nicht mit dem blöden MG-Scharfschützengewehr auf die losgegangen. Wenn ich den blöden Brahmin hier treffen wollte. Ich habe vielleicht schon tot, ja. Der macht das natürlich richtig. Wer bist du denn? Sorger, hey. Oh Mann, dann komme ich eben da runter. Schon wieder. Du hast den Verkäufer umgemacht, ich krieg die Krise. Oha. Au. Junge. Du explodierst doch volle Möhre, ne? Ja. Du hast den anderen Typen mit dir genommen. Ausgezeichnet. Alles ist exakt nach Plan gelaufen. Gut. Absolut, der Bremen, der hat überlebt, ne? Nur der Verkäufer. Ugh. Schon der zweite Verkäufer, der draufgegangen ist. Ich das Gefühl. Oh, ich kann gar nichts mehr tragen, geil. Mm. Hey, die mal mit ihren Teddybären Humor. So. Mal ursprünglich ja hier hin. Was ist hier? Noch ein Ort mit noch mehr gefährlichen irgendwas? Oder was? Fischreiertouren. Yacht haben. Ah. Eingelegtes Fleisch, ach so. Ich habe noch nie gefunden. Ja. Hey, der Hanze. Ich teile die Last gerne. Das ist so schön gesagt. Was haben wir denn? Was kann ich dir denn geben? Gar nichts irgendwie. Ja, meine Gleisgewehrsachen habe ich auch noch. Jetzt auf Technologie. Nein!
Ha! Geschafft. Wie denn? Minen, nein, okay. Da kann man rein. Sieht jedenfalls so aus. Soll doch überleben, weil ich jetzt schon wieder überlastet. Nein! Ah! Mine, nein, okay, gut. Okay, ich habe mich auch auf Screen jetzt nicht hier entladen. Das ist klar, dass ich so schnell überlastet bin. Ja. Ja. Deswegen lohnt es sich, Stärke hochzubauen. Ich habe noch gar nicht die Stärke Wackelpuppe. Also ja, das kann noch ein bisschen dauern, bis ich was reißen kann mit Stärke. Aber vielleicht finden wir die ja in diesem Part, in diesen Häuschen hier. Das wäre doch geil, oder? What? War da was? Ach so, oder? Hat mir nichts gemacht, also. Ist egal. Egal. Ja, Danze. Ich glaube, der Schlüssel bei Überleben ist irgendwie, dass man hier seine ganzen Rüstungen oder so mit Taschen aufballert, damit man mehr tragen kann und so. Das würde vielleicht Sinn machen. Oh nein, ich bin so langsam. Oh Gott. Das ist ja gar nicht, wo man... Hallo? Hi, na? Wer bist du? Das ist eine Werkbank. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber verschwinde lieber, bevor ich durchdrehe und dich abknall. Das Ödland zusammengefasst. Ich will keinen Ärger. Bin nur auf der Durchreise. Quatsch. Jetzt war gefährlich aus. Hier kommt niemand her. Du kannst keine Sins belügen. Das hören wir an deiner Stimme. Beruhig dich. Sag mir, was los ist. Sie haben was, um uns zu kontrollieren. Um uns Dinge tun zu lassen, die wir nicht wollen. Jeden Moment könnten sie ein Signal senden. Oder ich sehe Orange. Oder irgendetwas anderes und... Bumm. Noch ein toter Dummkopf. Also, verschwindest du oder wartest du, bis ich dich töten muss? Pflicht der Bruderschaft. Wir reden doch nur. Warum nimmst du nicht den Finger vom Abzug? Gut. Das klang irgendwie nicht so. Dass du hier willkommen bist. Hast du genug Sins begafft? Gehst du jetzt, bevor sie mich dazu bringen, dir weh zu tun? Dahinter muss mehr stecken. Was lässt dich denn glauben, dass du ein Sünd bist? Du bist dümmer als eine Maulwurfsratte. Verstehst du nicht, dass ich gefährlich bin? Tu das, was du hier erledigen willst und verschwinde. Und halt dich von meinen Sachen fern. Okay. Ich kann mich aber bedienen. Aber bestimmt nicht die Werkbank benutzen, ne? Du gehst natürlich jetzt sofort da dran. Hey, Phyllis. Tu einfach das, was du tun musst und lass mich in Ruhe, okay? Gott. Tu das, was du hier erledigen willst und verschwinde. Und halt dich von meinen Sachen fern. Wo schon wieder Danze? Jedes Mal, wenn ich den brauche, ne? Immer wenn er
Wenn ich den mal ausnahmsweise brauche, haut der ab. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Aber ich kriege ja noch nicht mal eine Mission oder irgendwie sowas. Sollert. Boah, ernsthaft, wo ist denn der Typ schon wieder? Ich wieg eine Tonne. Hallo? Hey, Phyllis. Wie gesagt, oben gibt es ein Bett, wenn du dich ausruhen musst. Das hast du nicht gesagt. Ich bin nicht in der Stimmung zum Reden. Wow, wo ist der Pisser? Wo ist ein Bett? Ach da. Wo ist denn das Bett? Boah, Alter, wo ist denn der jetzt schon wieder? Oh Gott. Ha. Ich bin schlauer als du, Mine. Boah, ernsthaft, wo ist der? Ich kann mich hier nicht bewegen wegen dem Blödmann. Wo ist denn der? Hallo? Deswegen mag ich die Begleiter in dem Spiel nicht. Irgendwas stimmt mit denen immer nicht. Alter, wo ist der? Da ist eine Mine. Hallo? Hey, dieser Pisser, der ist einfach abgehauen. Früh Feierabend gemacht oder so, ja, muss ich jetzt hier ein paar Sachen wegballern anscheinend. Ja, ich mal das wegpacken. Wer das steht jetzt hinter mir? Na gut, dann. Ist ja nichts irgendwie, was ich irgendwie machen kann in irgendeiner Weise. Wenn ich ein bisschen döf. Ja, ich habe döf gesagt. Ha, ha, ha. I'm so swag. Ah. Ja, keine Ahnung, hier ist irgendwie nichts zu tun. Ich werde nicht, dass die durchdreht oder so, ne? Da ist die Polizeiwache. Da waren wir aber schon, ne? Ist da irgendwas, was ich nicht kenne? Keine Ahnung. Was? Da ist noch was. Nehmen wir das unter die Lupe. Wenn sie Minuten noch schaffen. Haben wir denn da? Jemanden. Cutler Bend. Oh, hi, na. Oh, hi, na. Die Waffe ist so awesome. Pisser, komm her. Was? Majolok König? Ach so. Er ist aber ein Toskallen oder so. Habe ich jetzt gesagt, Toskallen König. Ja. Fuck this. Natürlich war ich wieder zu nah dran. Ey. Ma, wo ist Paladinanze? Ehrlich. Ey, der ist einen Moment da und dann ist er weg. Einfach weg. Einfach so, der stand da und dann nochmal. So dematerialisiert einfach. So spaghettifiziert. Das Wort gibt's wirklich. Auch wenn es vollkommen anderer Kontext ist. So.
Aber hallo. So. Wo bist du? Ich habe dich gerade nur gesehen. Boah. Oh Mann. Was zum Teufel? Warum so wenig? Notsignal, Signal, was? Darauf gehe ich doch schon gar nicht mehr ein, hallo? Sowieso nichts. Dann kann ich ja sowieso nichts hören. Geschafft. Eine Lautstärke. Wir sind noch nicht draußen, ne? Ach. Natürlich hat er Aluminium. Gut, dann machen wir die zwei Meierlock-Könige mal im Rekordtempo. Alle. Es geht. Geh mal so an einen Ort, bitte. So, der eine kommt näher und der andere bleibt da und ballert mich ab. Da ist noch einer und noch einer. War hier nicht schon mal? Warte, ich kann auch solche Dinger schießen, ne? Oha. Ah. Oh Gott. Allein schon, warte, die sind weg, so schnell heilen, habe ich das Gefühl. So, was ihr denn? Wissen wir, wenn er ja die ganze Zeit Gegner spawnen würde, ne? Ich könnte mich hier so hochleveln. Ah! Was, so wenig? Oha. Oha. So. Wuff. Jawohl. Dann schaue ich noch in dem Part. Wie habe ich mir vorgestellt, die mehr aushalten. Setzt jetzt keine Red Away ein. Ich habe eine Dusche zu Hause. Mir wäre jetzt eigentlich immer einmal Maniac. Wie immer das Lied heißt. So. She's a Maniac. Maniac. It's for sure. Okay. Fleisch. Und Fleisch. Hier irgendwie ein Ort oder so. Ah. War schon Zeitschrift, Wackelpuppe, irgendwas. Wer denn hier so ein Fluss gebaut? War ich den Wodka mitnehmen? Ich trinke doch gar nicht. So, und jetzt so eine Wackelpuppe hier.
Meister, oh Gott. Muss mich ja unbedingt jetzt hier noch aufhalten in den letzten Minuten, ne? Da muss ich noch gucken, was diesen Holzhäuschen ist. Ja. Ich kann auch nichts mitnehmen, ja. Mensch. Da sind noch Gegner. Ich bin runtergefallen. Arg. Bestimmt nur so welche, ne? Keine Ahnung. Hallo, na? Leck mich doch an. Friss das und das. Und den und jenen. Und du bist na super. Was? Hey, wie viel sind hier noch am Rumlaufen? Au, du musst mich ja unbedingt noch treffen. Beim Vorbeilaufen. Kopf, Kopf. Verdammt. War schon voll. Friss den. Dun, 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 dun. Aber auch schon mysteriösen Unbekannten, ne? So, ist hier irgendwas? Mine, geil. Mine, geil. Alles, was da auf dem Tisch war, ist jetzt weg. Geil. Ich habe immer noch irgendwas. Aber egal, hier ist nichts anscheinend. Also kann ich hier abhauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Oh, du bist noch eine Legendäre. Und ich werde dich noch frecken. Wir sind halt in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4, wo ich wahrscheinlich hier weg bin und irgendwo anders hingehe. Ich bedanke mich alle als Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.